Guten Morgen. Wir zwei haben heute richtig was vor. Es ist kurz nach fünf, samstags früh. Und wir sind am Flugplatz in Langenlonsheim, um ein Sonnenaufgangsfliegen zu machen. Leider sind ein paar Wolken am Himmel, aber ich glaube, wir werden ganz tolle Momente erleben. Die Luft ist noch total ruhig. Links neben mir, das ist der Daniel und er ist der Pilot. Winke, winke, guten Morgen. Und das Flugzeug gecheckt. Yes. Was sagt der Pilot? Alles Roger, ready for departure. So, bevor es losgeht, möchte ich euch erstmal kurz erklären, was wir vorhaben, wie unsere Reiseroute sein wird. Dafür werfen wir mal einen Blick auf die ICAO-Karte. Das ist sowas wie eine Straßenkarte, nur halt speziell für die Fliegerei entwickelt. Wir werden in Langenlonsheim starten. Das ist bei Bingen am Rhein in der Nähe. Ihr seht hier auf der Karte schon diese blauen Umrandungen. Das sind die Lufträume, die wir beachten müssen. Unsere Reiseroute wird am Rhein entlang langlaufen, guter Orientierungspunkt über Koblenz, dann nach Bonn und letztendlich landen wir dann irgendwann in Köln, beziehungsweise wir landen nicht, sondern wir haben vor, über den Dom zu fliegen. Hier sieht man nochmal die komplexe Luftraumstruktur rund um Bonn-Köln. Das heißt, der erste Luftraum beginnt in 4500 Fuß. Das ist noch kein Problem, das sind ungefähr 1300 Meter. Aber in dem mittleren Luftraum mit 2500 Fuß, das ist dann schon nicht so einfach. Das heißt, hier werden wir auch spätestens Köln-Turm anfunken und nach einer Freigabe fragen. Und wenn es dann durch die Kontrollzone geht, das waren die roten Felder auf der Karte, dann werden wir auf jeden Fall eine Freigabe benötigen, um über die Innenstadt zu fliegen. Da der Motor während des Fluges relativ laut ist, sind unsere Kommentare oder unser Gespräch, unsere Funksprüche leider nicht zu hören. Deswegen werde ich den Flug ein bisschen kommentieren, sodass ihr eine bessere Orientierung habt. Hier sind wir gerade beim Startcheck. Hier wird der Motor nochmal geprüft, die Magnetschalter, ob ein Leistungsabfall stattfindet. Entsprechend werden nochmal die Benzinpumpe eingestellt. Weiter. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir rollen hier auf unserer Startbahn. Und es ist wirklich so etwas uneben, wenn der Flieger hier stark beschleunigt.
So, jetzt sind wir auch schon in der Luft. Hier rechts sieht man den Ort Langenlohnsheim. Leider ist der Himmel sehr stark bedeckt, sodass der Sonnenaufgang nur schwer zu sehen ist. Hier rechts ist das Gewerbegebiet, hier links sieht man Kroltheim, das ist der Ort auf der anderen Nahseite. Aber da links oben am Himmel sieht man ein bisschen die Sonne rausblitzen. Hier hat man nochmal einen sehr schönen Einblick, da hat sich dann die Wolkendecke noch ein bisschen aufgetan. Das haben wir genutzt, um in Richtung Frankfurt nochmal kurz eine Kurve zu fliegen, um einfach die Momente zu genießen. Unsere Route führt über den Rhein, eine super Orientierung, die wir hier haben. Und die Ortschaften, die wir überfliegen werden, die größeren Ortschaften, sind Koblenz. Und hier war eine ganz interessante Lichtstimmung. Dass das so leicht lila ist, liegt halt wirklich an den Lichtern. Ja, dann geht es weiter von Koblenz Richtung Bonn. Da sieht man mal, wie viel Nicke der Rhein so hat. Und hier ist das Siebengebirge zu sehen. Das sieht man daran, dass hier sieben kleine Gipfel vorhanden sind. Hier haben wir schon unsere ersten Freigaben geholt, um in die entsprechenden Lufträume reinzufliegen. Verlief alles sehr unkompliziert und ohne Probleme. Und hier rechts sieht man den Flughafen Köln. Ja, da sind dann auch schon die ersten Flieger gestartet bzw. gelandet. Wir hatten so eine Höhe um die 2500 Fuß, als wir dann in den Luftraum Köln eingeflogen sind, haben wir die Anweisung bekommen, die Höhe 2000 Fuß zu halten, was toll ist, weil man hier einfach eine tolle Sicht haben kann auf die Stadt. Und hier sieht man schon im Hintergrund den Kölner Dom. Ja, dann haben wir eine Ehrenrunde um den Kölner Dom gedreht. Und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Schön den Bahnhof, die Deutzer Brücke. Ja, und dann ging es auch schon wieder so langsam zurück. Das bedeutet, man meldet sich auch wieder bei den Verantwortlichen der Luftsicherung und meldet sich ab, wenn man die entsprechenden Lufträume wieder verlässt. Und als nächstes haben wir uns dann überlegt, Richtung Langenlohnsheim erstmal zurückzufliegen. Da haben wir die Koordinaten eingegeben, haben uns dann aber währenddessen, weil es einfach so schöne Momente waren und auch das Wetter immer besser wurde, haben wir uns überlegt, nochmal einen Abstecher über den Flughafen Frankfurt-Hahn zu machen. Und haben die Route so ein bisschen umgeswitcht und hatten dort vor, ein Low Approach über die Start- und Landebahn zu machen.
Das ist natürlich auch nicht einfach so mit, wir fliegen mal dahin, sondern wir müssen uns hier auch anmelden. Auch hier hat Frankfurt Hahn Turm uns die Genehmigung gegeben, einen tiefen Kürflug zu machen. Hier sieht man schon die Bahn. Und das ist so die Sicht, die die klassischen Verkehrspiloten haben. Und ja, genießt einfach mal den Überflug, den wir machen. Wir sind ungefähr so mit 120 bis 130 Meilen über die Bahn geflogen. Wichtig ist natürlich hier, dass man nicht aufsetzt, A, um keine Beschädigung zu machen, aber B, wenn die Räder wirklich die Bahn berühren, müssten wir Landegebühren zahlen, obwohl wir einfach nur drüber fliegen wollen. Das ist ungefähr so in 5 Meter, 6 Meter Höhe sind wir hier drüber geflogen. Ja. Wir haben noch die Sonne zur Hilfe, dass man rechts unseren Flieger sieht. Ja. Schöne Aufnahmen, die uns da gelungen sind. Die Bahn ist ungefähr so knapp 4 Kilometer lang. Ja. Und dann sind wir wieder gestiegen und haben uns dann auf den Rückweg nach Langenlotsheim gemacht, sodass wir ein ganz tolles Flugerlebnis am frühen Morgen hatten. Und das frühe Aufstehen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis demnächst. Tschüss.